Es gibt endlich mal wieder zwei Deutsche, die es in wenigen Wochen geschafft haben, mit ihrer Nummer ganz weit oben in die Charts zu schießen. Allerdings nicht mit einem deutschen, sondern mit einem englischen Text. Modern Talking heißen sie und waren vor kurzem zu Gast bei uns in der Redaktion. Als erstes wollen wir natürlich von ihnen wissen, wer die beiden überhaupt sind und woher sie kommen. Also, ich komme aus Hamburg, er kommt aus Koblenz. Wir haben uns so vor 2 Jahren das erste Mal getroffen. Da habe ich ihn produziert, noch in Deutsch. Und das lief alles nicht so und die Titel gefielen uns auch nicht so besonders. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir als nächstes. Und da haben wir so ein paar englische Titel mal aufgenommen und das klang viel besser. Es hat uns tierisch gefallen. Und das war auch so mehr die Musik, die uns gut gefällt. Naja, und da haben wir so 100 Demos habe ich gemacht für ihn. Und da haben wir alles ausgecheckt, was so am besten kommt. Naja, und bis dann eines Tages ein Yuma Heart, Yuma Soul kam. Das haben wir dann im Studio aufgenommen. Das gefiel uns tierisch gut. So kam das. Thomas, du bist nicht so ganz neu im Job, du hast früher schon was gemacht. Was spielst du eigentlich für ein Instrument? Ich spiele Klavier, also ich hatte 12 Jahre Klavierunterricht gehabt. Da kann man so einiges oder sollte einiges können. Und naja, ich mache das schon einige Jahre, das heißt so 5 bis 6 Jahre mit Schallplattenvertrag, halt eben so fast profimäßig, kann man sagen. Ich habe aber zuerst noch mein Abitur gemacht, also habe das ein bisschen langsamer anlaufen lassen und habe dann nach dem Abitur Dieter kennengelernt und so hat das Ganze ganz gut gepasst, dass wir eben nur die Zeit hatten, was zu arbeiten, zusammen zu machen. Ihr habt ja, glaube ich, mal Pick Up the Phone in Deutsch gemacht von Evan David, ist das richtig? Ja, ich bin ja eigentlich, also hauptberuflich war ich ja immer Producer, ne, in Deutschland und dem Komponist und so. Und da hat man uns eben gesagt, ob wir Interesse hätten, die deutsche Coverversion davon zu machen. Und da haben wir es damals gemacht. Aber es gefiel uns nicht so gut, fanden wir nicht so besonders. Modern Talking, modernes Gerede, das ist ein Name für ein deutsches Duo, das in Englisch singt. Wie ist das? Wollt ihr nicht in Deutsch singen? Nee, es ist ganz einfach. Die Frage, die kommt öfter. Und man kann das vielleicht damit erklären. Man schiebt immer so den Sängern den schwarzen Peter in die Schuhe, wenn deutsche Sänger in englischer Sprache singen. Aber ich habe das Beispiel an meinem eigenen Leibe erfahren. Ich habe 5 Jahre deutsche Musik gemacht und ich kann auch sagen, es waren keine schlechten Titel. Also nicht, wo man von vornherein sagt, das kann nichts werden, sondern es waren wirklich Titel drunter, die Chartschancen gehabt hätten. Und nun machen wir aus Spaß heraus mal, nur um zu wissen, wie es klingt, eine englische Produktion und schießen dann 5 vorne auf Platz 2. Und da muss man eben mit dem Publikum vielleicht auch ein bisschen sprechen, so halt eben das Ganze überlegen, wie kommt das nun? Und wenn das halt eben so erfolgreich wird, auch jetzt im Ausland, in Europa und weltweit anläuft, werden wir auf jeden Fall in Zukunft auch in englischer Sprache weitermachen. Eure Fans wollen euch sicher auch live sehen. Gibt's Live-Gigs? Ab März läuft es so ganz langsam an. Wir wollen es ganz langsam anlaufen lassen. Und da muss man einfach sehen, wie es mit der Zeit hinkommt, dass wir wirklich so losstarten.